Ja, hallihallo, hallöchen, liebe Freunde. Willkommen zu einem kleinen Rundflug in War Thunder mit mir, eurem Felix. Ja, und wir hängen uns schon gerade... uns wurde schon gerade von hinten einem mächtig auf die Ömmel gehauen. Eigentlich wollte ich den da vorne mal kräftig einheizen, hier unsere Bodentruppen angreifen. Das machen wir jetzt auch einfach mal so flink. Wie ihr vielleicht als War Thunder Spieler sehen können, spielen wir hier mit einem Tier 2 der deutschen Luftwaffe. Den aktuellen, beziehungsweise den konkreten Namen weiß ich nicht, und den haben wir schon mal gut mitgegeben. Der raucht schon mal dunkelst hinten raus. Da versuchen wir vielleicht, schaffen wir es ja, dem nächsten auch noch vom Himmel zu holen. Komm schon, ja, bisschen besser vorhalten. Jawohl, das ist ja schon mal. Wuhu, Herkules. Ja, wo gehen wir denn jetzt mal als nächstes hin? Ich glaube, ich gewinne mal lieber ein bisschen an Höhe. Und wir sehen uns dann gleich in einem kleinen Cut wieder, denn so ein bisschen Leerlauf, das möchte ja niemand haben. Also, bis die Action weitergeht. Bis gleich. Da sind wir auch wieder. Ja, wie ihr merkt, wie ich schon vorhin gesagt habe, wir machen hier ein paar kleine Cuts. Warum? Weil das hier kein ganz normales Let's Play ist, denn eigentlich ein Multigaming-Channel. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie ein bisschen mehr Multigaming, außer sehr chaotisch CSGO, wird ganz gut tun. Von daher schiebe ich mal sowas dazwischen. Das ist kein vollwertiges Let's Play, deswegen wird hier auch keine Nummer sein, so Let's Play Nummer 1. Vielleicht gibt es mal eine neue Folge von War Thunder, vielleicht auch nicht. Das liegt daran, wie viel Lust, Spaß und Laune ihr daran habt. Und dann werde ich mal schauen, ob ich noch mal ein paar Ründchen mache. Aber jetzt versuchen wir erstmal hier unserem Kollegen zu helfen, einen neuen Vogel vom Himmel zu holen. Wobei unser Kollege gerade selbst wohl eher vom Himmel geholt wird. Ich treffe irgendwie gerade nicht. Ja, vielleicht sieht man mir hier gerade an, dass ich... ich habe immerhin mitgeholfen. Ich habe das Spiel schon sehr lange nicht mehr gespielt. Habe es jetzt, ich glaube, über ein halbes Jahr liegen gelassen. Und hatte jetzt mal wieder richtig Lust, ein paar Runden zu fliegen. Darum spiele ich jetzt auch aktuell mit der Maussteuerung. Komm schon. Ich habe hier neben mir auch noch einen Joystick liegen, aber ich habe so lange nicht mehr gespielt, da habe ich mir das jetzt nicht zugetraut, direkt mit dem Joystick zu fliegen. Komm schon! Boah, ziemlich schlecht. Das muss doch was werden. Ja, endlich! Abschusshilfe! Ja, dieser Flugplatz ist echt hart umkämpft, aber wie ich sehe, ich glaube, da hinten geht es mehr zur Sache, zumindest aktuell. Na, wir gewinnen mal lieber wieder ein bisschen an Höhe. Ja, das ist halt, wer das Spiel nicht spielt oder nicht so oft spielt, wer von oben kommt und angreift, hat immer schon einen sehr großen Vorteil. Und da seht ihr ja auch, dass vor allem unsere Gegner vermehrt höher fliegen als wir aktuell. Wir befinden uns eher so ein bisschen im bodengebundenen Kampf, denn da möchte schon wieder jemand unsere Landebahn C einnehmen. Das gibt's doch nicht. Komm schon. Serie 3, ja, das geht besser los, als er erwartet hätte für mein, wie gesagt, erstes Spiel seit halbem Jahr. Ach, damit bin ich ganz zufrieden. Ja. Jetzt müssen wir, wie gesagt, wieder ein bisschen Höhe gewinnen. Ich halte mich da auch gerne so in diesen kompletten Dogfights da raus, in diesen großen Schlachten, da geht man zu schnell selber vor die Hunde. Einzelne Ziele sind mir dann doch lieber. Autsch, aber den kriegen wir. Na, schade. Da unten, das war doch hier. Nein. Das sieht nicht gut aus. Aber er brennt auch. Er brennt auch. Ah, kriegen wir den? Kommen wir dann mal nach? Nee. Das wird nichts. Da müssen wir jetzt ein bisschen hinterher fliegen. Ja. Haben wir schon auf. Ja, das meinte ich mit einem Dogfight stecken. Da ist schon zumindest ein Kollege dran. Sehr gut, sehr gut. Weiter so. So, da fliegt wieder jemand etwas einzelner.
Nicht, dass er jetzt schon alleine abstürzt. Oh, der will landen. Ach so. Ja. Oh, 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 oh. Shit, 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 shit. Yeah. Wir sehen uns gleich. Oh. So. Wir fliegen an, wir fliegen an. Was ich jetzt vorhabe, ist, man sieht es vielleicht, ich möchte Punkt C einnehmen. Wir befinden uns in einem neuen Gefecht. Wir haben das letzte Gefecht leider sehr schnell nach meinem Ableben auch verloren. Und jetzt habe ich das Fahrwerk ausgefahren, habe die Klappen ausgefahren und versuche jetzt vorsichtig Punkt B einzunehmen. Wir sehen, das versuchen einige, aber der ist ganz schön schnell. Ja, der ist auch noch relativ schnell. Ich meine, der hat es überlebt, wie ihr seht. Das heißt, ich glaube, beziehungsweise ich befürchte, die schaffen es, den Punkt einzunehmen, bevor wir landen. Wir haben den Flugplatz eingenommen. Der Feind darf ihn nicht in die Hände bekommen. Ja, haben sie schon. Der Feind hat den Flugplatz eingenommen. Aber ihr seht, wir hätten es richtig gemacht. Bei uns ist kein Flugzeug draufgegangen. Wir haben keine Räder verloren. Und dann machen wir mal wieder ein Take-Off zum nächsten Dogfight. Woo! So, die Innenperspektive, die Ego-Perspektive gibt es hier natürlich auch. Ich bevorzuge die eigentlich sogar, das ist ein bisschen mehr atmosphärischer. Aber wie gesagt, ich muss mich so ein bisschen wieder ins Spielgefühl reinfinden. Und darum, in der Außenperspektive hat man halt viel mehr Übersicht. Oh shit, oh shit! Nein! Ich glaube, unser Motor ist im... Hat ein Problem. Ich glaube... kriegt das Flugzeug jetzt auch nicht mehr gerade. Okay, oh Gott. Ja, wir machen einfach mal einen auf Segelflugzeug. Kopf über. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich versuche einfach mal da unten zu landen. Wenn man es nämlich schafft, auf einer Landebahn in der gewissen Zone zu landen, dann wird man da automatisch repariert und aufmunitioniert. Und wie ihr jetzt auch seht, unser Motor hat jetzt vollständig den Geist aufgegeben. Wir können auch nicht mehr wirklich gieren. Ja, unsere Flügelklappen außen sind abgerissen, beziehungsweise total durchlöchert. Deswegen hängen wir jetzt auch hier so... oh Gott, so komisch. Oh, shit. Das sieht nicht gut aus bezüglich weicher Landung. Oh. Komm, Shorten. Zieh dich gerade. Nicht über Kopf. Ja, ja, genau, genau. Oh, fuck! Oh. Wir haben es überlebt. Wir sehen uns nach der Reparatur. Yo, 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 yo. Das sieht doch schon ganz gut aus hier. Wir versuchen jetzt hier von ganz oben unseren Leuten da unten zu helfen, den Punkt mit einzunehmen. Ich glaube, wir sind relativ ausgeglichen, was hier die Freunde und Feinde angehen. Jetzt machen wir mal einen auf richtig Jagdflugzeug von oben herab. Versuchen da unseren Kollegen zu helfen. Kriegen gerade aber selbst ganz schön auf die Ömme. Wo ist denn jetzt? Ach, da, ja, okay. Nehmen wir einfach ein neues Ziel. Oh ne, ich glaube nicht schon wieder. Ich glaube, unser Motor hat es wieder zerhauen. Ja. Ach, das ist, ja, ja, unser Motor hat's da. Und das ist doch. Nee. Jetzt versuchen wir einfach nochmal in Not zu landen, ey. Aber diesmal schaffen wir es vielleicht auch noch, den Punkt einzunehmen. Das wird dann immer ein paar Punkte für uns bringen und natürlich das Team ein bisschen voran. Oh. Aber es sieht gut aus. Wir halten uns recht gerade. Ja, das sollte kein Problem sein. Und zur Landung angesetzt. Ja, das geht doch. Ist auf jeden Fall eine bessere Landung als vorhin. Oh. Hoffentlich kommt jetzt kein Feind und schießt uns ab, aber... Ach, wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ach, jetzt stehen wir ja ganz gemütlich, ne? Oh, das könnte kritisch werden hier. Drei voraus, der Gegner. Nehmen wir mal den, der unseren Kameraden hier versucht zu beschießen. Versuchen, den aufs Korn zu nehmen. Oh, fuck. Ah. Schade. Das war jetzt nicht ganz so geplant. Auf ein neues. Das Gefecht ist ja schon kurz vorm Ende, aber wir kriegen diesen einen Typen vielleicht noch mitgenommen.
Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Na, jawohl, jawohl. Nochmal Herkules. Ja, diese einzelnen Ziele liegen mir, glaube ich, deutlich besser als so Massenschlachten. Da bin ich ja als nicht sehr produktiv gewesen. So. Den kriegen wir vielleicht auch noch. Nee, nee, der fliegt zu hoch. Da verliere ich nur unnötig an Höhe. Woo! Mission gescheitert. Ein Platz im unteren Mittelfeld. Aber mir hat es eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. Oh, wir bekommen sogar noch eine Belohnung, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Ja, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, gerne ein kleines Kommentar da lassen. Würde mich sehr freuen. Ja, War Thunder ist schon ein wirklich sehr schönes Spiel. Ich hoffe, ihr konntet es auch genießen. Bis dahin, schönen Tag noch, euer Felix. Ciao, ciao.